Hey Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und heute möchte ich euch meine zwei neuen Tattoos zeigen und vorstellen und euch so ein bisschen darüber berichten. Und ja, let's go! Ja, eigentlich wollte ich da so ein bisschen mitfilmen bei diesen zwei Tattoos, denn die bedeuten mir halt schon so ein bisschen sehr viel, ne? Aber andererseits finde ich es halt irgendwie dumm, das Ganze mitzufilmen. Klar, ich habe schon mal so ein paar Tattoos mitgefilmt, aber es waren halt dann kleinere und das waren doch so ein bisschen größere Tattoos. Ja, deswegen habe ich da jetzt nicht gezielt mitgefilmt. Ich wurde zwar gefilmt, das kann ich euch jetzt mal schnell einblenden. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das war die schmerzhafteste Stelle, wo ich jemals ein Tattoo bekommen habe. I don't know. Denn ich habe mir die Waden tätowieren lassen, sollte man das jetzt nicht so gut erkannt haben. Auf der rechten Seite ging's, aber auf der linken Seite, ich dachte so einfach, ciao Leben, ich muss sterben. Also wirklich, ich hatte noch nie solche Schmerzen bei einer Tätowierung wie auf meiner linken Wade. Also klar, es gibt Stellen, beziehungsweise allgemein, wenn du ein Tattoo bekommst, Stellen, die tun nicht so weh, andere tun ein bisschen weh, die anderen mehr, aber da, der hat angefangen und mir tat das schon so extrem weh und das, der Schmerz wurde auch nicht weniger. Und ja, ich war wieder in Berlin bei meinem geliebtesten Tätowierer. Also wirklich, ich mache mich da wirklich auf den Weg nach Berlin zum Tätowieren. Weil ich habe so viel Vertrauen in den, der ist so sympathisch. Ja, wenn ihr in Berlin seid, wie bereits schon mal gesagt, guckt da vorbei, wenn ihr ein Tattoo wollt oder allgemein euch informieren wollt. Guckt definitiv zu denen. Die heißen Trem Ushi Inc. Ich markiere euch definitiv mal in der Beschreibung deren Instagram-Account, denn guckt einfach vorbei. Also ja, wirklich so sympathisch. Kaum allgemein solche sympathischen Menschen jemals getroffen. So, ihr habt jetzt auf das Video geklickt, weil ihr wahrscheinlich wissen wollt, hey, was hat sich der schon wieder tätowieren lassen? Ich habe mir zwei Gesichter tätowieren lassen. Und zwar einmal, weil ich sowieso noch nicht genug davon habe, einmal Lady Gaga und auf der anderen Wade, auf der linken Wade, die sehr schmerzhaft war, Miley Cyrus. Ja, ich habe mir endlich Miley Cyrus tätowieren lassen. Ich glaube, zu Lady Gaga brauche ich nicht viel sagen, weshalb und wieso. Die Frau ist mein Leben, die bereichert mein Leben, die, ja, you know. Und wieso jetzt Miley Cyrus? Miley Cyrus habe ich mir tätowieren lassen, weil ich Miley Cyrus einfach schon seit klein auf verfolge, als Hannah Montana. Ich war damals auch im Kino, wie der Film rauskam, habe allgemein auch so gut wie alle Filme gesehen, wo Miley mitspielt im Kino. Ja, und vor allem, sie bereichert mein Leben auch so krass mit der Musik und ja, wow, Miley Cyrus, ne? Ich habe mich aber für ein älteres Bild entschieden, das so in der Bangers-Zeit war, wie sie noch so ein bisschen ja, verrückter war, ne? Und ich habe mir allgemein komplett andere Zeichnungen ausgesucht. Also es ist kein Porträt, es ist keine normale Zeichnung. Es ist eher so Zombie? I don't know. Die haben halt auch nicht so wirklich Pupillen und so. Und mein Tätowierer meinte, Miley Cyrus sieht irgendwie aus wie eine Cracknutte auf dem Bild. Aber ich fand es trotzdem geil, auch wenn er die als Cracknutte betitelt. Ja. Ich bin leider zu dumm, dass ich jetzt vergessen habe, wie der Künstler heißt, der die zwei Zeichnungen gefertigt hat. Ich markiere ihn aber definitiv auch in der Beschreibung, also seinen Instagram-Account. Der hat so viele geile Zeichnungen. Das Ding ist, ich wollte eigentlich beide Gesichter etwas größer haben, nur leider habe ich auf dem rechten Fuß, beziehungsweise auf dem rechten Bein schon eine Tätowierung. Deswegen hätte sich das so ein bisschen geschnitten. Nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Deshalb mussten wir die Gesichter ein bisschen kleiner machen. Und ja, ich möchte die euch jetzt zeigen und ich hoffe, sie gefallen euch und ja. Hey, hey, fahr mit mir low, down, down, before we go. Hey, hey, fahr mit mir low, down, down, before we go.
La, la, la. Schreibt mir doch mal in die Kommentare allgemein, wie euch die Zeichnung gefällt, die Tätowierung und welcher von den beiden euch am besten gefällt. Ich kann mich so schlecht entscheiden, wirklich, weil ich liebe die Zeichnung von Gaga und Gaga ist sowieso Queen und Miley, ciao einfach, Miley ist halt einfach so richtig wow, die sieht schon geil aus. Wir haben zwar das Ganze so ein bisschen abgeändert, denn Miley hätte auf der Originalzeichnung noch so Tattoos am Arm. Die haben wir nicht gemacht, weil Miley die im echten Leben eigentlich gar nicht hat. You know? Und ich zeige euch mal die Zeichnung und das Tattoo so im Vergleich. Und ja. Ja, was soll ich noch groß dazu sagen? Ich bin wirklich so verliebt einfach, weil die sind einfach so geil geworden und I don't know. Ich hätte wirklich voll Bock, dass ich noch so eine Tätowierung bekomme. Also nochmal vielleicht ein Face von Gaga oder von Miley oder derjenige, der die gezeichnet hat, der hat auch Marilyn Manson gezeichnet und wow, da sind auch so viele geile dabei und ja, I don't know. Ich habe ja immer gesagt, die mich vielleicht ein bisschen verfolgen. Die wissen ja, dass hier der Abend schon so ein bisschen voller ist, aber noch nicht komplett voll ist. Und ich eigentlich nie weiß, was ich da hin machen soll, weil wegen Platzmangel auch so ein bisschen. Aber ich habe derzeit aktuell voll Bock, mich an den Bein tätowieren zu lassen. I don't know why. Aber ich finde halt, wie zum Beispiel, das rechte Bein sieht schon so ein bisschen voller aus, weil ich ja da schon eine größere Tätowierung habe. Aber das linke, das sieht jetzt so irgendwie so verloren aus, ne? Deswegen, I don't know. Jedenfalls bin ich eh sehr bald wieder in Berlin. Ich möchte mich da eventuell sogar auch mit dem Tätowierer zusammensitzen. Und er meinte ja, vor allem das finde ich auch so mega nett. Er meinte so von wegen, hey, wir können da gucken, was wir mit deinem Arm machen. Sag mir ein paar Dinge, was du gerne magst. Also ich soll ihm praktisch ein paar Wörter schicken oder Bilder sogar und er malt mir da was. Was heißt malen? Aber er will mir halt helfen. Ich finde das so schön, ne? Denn nochmal vorneweg, für mich brauchen auch Tattoos nicht unbedingt eine Bedeutung. Viele meinen, jedes Tattoo braucht seine Bedeutung. Nein, bei mir nicht, aber das ist eh gut so, dass die Meinungen immer so schön verschieden sind, weil sonst wären ja alle gleich und das wollen wir alle nicht, ne? Bin jetzt mega gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, lasst es mich unbedingt wissen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, wenn ich mich beim nächsten Mal tätowieren lasse, ob ich das vielleicht doch mal mitfilmen lassen soll. I don't know. Ich denke mir schon immer, so mitfilmen wäre schon geil, aber einerseits ist mir das auch so unangenehm zu fragen, weil ich weiß ja nicht, wie störend sowas sein kann oder ob man dann unter Druck gesetzt wird, wenn man tätowiert und man gefilmt wird. I don't know. Schreibt es mir trotzdem mal in die Kommentare. Ja, die jetzt Bock haben auf mehr Videos, die können mich jetzt kostenlos abonnieren und vergesst nicht die Glocke anzumachen, dass ihr eben kein Video verpasst. Zum Schluss markiere ich euch meine zwei letzten Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis sehr bald und haut rein, Freunde. Ciao.